Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es geschmorte Ochsenbäckchen aus dem Petromax FT6. Wie das Ganze gemacht wurde, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Als Zutaten habe ich hier Ochsenbäckchen in der gewünschten Menge, etwas Wurzelgemüse, Zwiebeln und Knoblauch, alles hier schon schön klein gehackt, Salz, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Rinderfond, gerne selbst gemacht oder wie in dem Fall hier ein guter gekaufter, Rotwein, Portwein, Balsamico-Essig, einen Honig eurer Wahl. Ich verwende hier die Barbecue Bee von Hafengold mit einer angenehmen Rauchnote. Butterschmalz zum Anbraten und Tomatenmark. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Als erstes schneiden wir uns die Ochsenbäckchen auf angenehme Größe zurecht, sodass sie ungefähr halbe Handflächengröße haben. Und dann werden die Bäckchen geputzt, das heißt, wir befreien sie mit einem scharfen Messer von groben Sehnen und eventuellen Fettdeckeln. Währenddessen wird schon mal der Dutch Oven im Gasgrill ordentlich aufgeheizt. Ich verwende wieder den Petromax FT6 mit planem Boden. Der ist, da er keine Füße hat, für den Gasgrill hervorragend geeignet. Unsere Ochsenbäckchen werden nun von beiden Seiten ordentlich gesalzen. Im heißen Dutch-Ofen wird derweil etwas Butterschmalz geschmolzen und da hinein geben wir nun die Ochsenbäckchen und braten sie von beiden Seiten schön braun an. Anschließend müssen unsere Ochsenbäckchen den Dutch Oven erstmal wieder verlassen. Denn nun werden darin die Zwiebeln, der Knoblauch und das Wurzelgemüse angebraten.
Und einige Minuten später rösten wir auch das Tomatenmark noch mit an. Verrühren das Ganze dann mit den anderen Zutaten im Dutch Oven. Und lassen das Ganze noch einige Minuten weiter anbraten. Nach einigen Minuten lösche ich das Ganze mit einer Flasche Rotwein ab, gebe auch etwas Portwein dazu, hier jetzt leider nicht zu sehen. Gefolgt noch von ein wenig Balsamico-Essig. Nun kommen noch die Gewürze mit in den Dutch Oven. Wer sich jetzt wundert, dass da kein Rosmarin mit dabei ist, ja, gehört eigentlich mit dazu, aber wir mögen keinen Rosmarin und deswegen lassen wir ihn einfach weg. Zu guter Letzt noch etwas von unserem geräucherten Honig dazu. Dann alles schön miteinander verrühren. Und nun reduzieren wir das Ganze schön ein auf ca. ein Drittel bis die Hälfte. Wenn das geschafft ist, legen wir unsere Ochsenbäckchen wieder dazu, reduzieren die Hitze unter dem Dutch Oven, schalten dafür die äußeren Brenner etwas stärker, damit wir noch schön Oberhitze haben. Gießen das Ganze jetzt mit ausreichend Rinderfond an, sodass die Ochsenbäckchen komplett damit bedeckt sind. Dann wird der Deckel geschlossen und jetzt lassen wir das Ganze schön vor sich hinschmoren. Und dann wird es mal wieder Zeit fürs Grillbier. Heute gibt es eine Moser Liesel, ein mildes, siffiges Helles vom Arkobräu in Moos in Niederbayern. Zum Wohl.
Nach 3 Stunden schauen wir mal in den Dutch Oven und siehe da, unsere Ochsenbäckchen sind fertig. Wir nehmen die Bäckchen wieder kurz aus dem Dutch Oven raus. Und pressen den restlichen Inhalt durch ein Sieb. So dass wir daraus eine Soße erhalten, die wir dann noch abschmecken und bei Bedarf etwas andicken. Und dann können wir endlich essen. Und ich kann sagen, das ist wirklich ein super Schmorgericht. Die Ochsenbäckchen waren butterzart, sind fast auf der Zunge zerschmolzen. Dazu gab es Kartoffelpüree und Rotkohl. Rundum eine wirklich sehr feine Sache. Dieses Gericht passt wirklich perfekt jetzt in die kalte Jahreszeit. Also geht zu eurem Metzger, besorgt euch Ochsenbäckchen, schnappt euch einen Dutch Oven und dann legt los. Es lohnt sich wirklich und ihr seht, es geht auch mit dem Gasgrill für diejenigen, die keine andere Möglichkeit haben, einen Dutch Oven zu betreiben. Hat hier bei mir mal wieder super funktioniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.